Es wird Zeit für einen neuen Tag. Wacht auf, ihr Schlafmützen! Sonne, geh auf und scheine! Ach, du liebe Güte, diesen Tag entstehen zu lassen, ist wieder ein schönes Stückchen Arbeit. Aber ich werde das schon wie immer schaffen. Anzufangen, ist mit einem Teller voll heißem Schlumpfbeerkuchen. Mal sehen, einer für mich und einer für mich. Ich dachte, es wäre schön, diesen schlumpfigen Tag mit etwas Musik zu beginnen. Hoffentlich habe ich nicht falsch gespielt. Diese Frage, lieber Harmonie, können dir diese Törtchen hier beantworten. Nein, 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 Clumsy, du hast mein System nicht verstanden. Meine auffallend guten Werke kommen in das Bücherregal dort drüben. Dies Regal ist für meine überragenden Werke. Ich hab verstanden. Gut, dann wollen wir uns beeilen, damit wir den restlichen Tag draußen verbringen können. Meine Güte, liest überhaupt irgendein Schlumpf diese Bücher? Natürlich liest man sie, Clumsy. Die Nachfrage nach meinen Schriften ist überwältigend. Ach, Schlaubi, leihst du mir ein paar von deinen Büchern? Ah, aber gewiss doch heftig. Möchtest du die Zitate von Schlaubi Schlumpf haben oder der Geist und die Weisheit von Schlaubi Schlumpf? Ich nehme beide. Überhaupt kein Problem. Ich helfe jedem Schlumpf gern bei der Entwicklung seines Intellekts. Danke, Schlaubi. Aber eigentlich möchte ich die Muskeln meiner Arme entwickeln. 1, 2, 1, 2. Ach, was für ein toller Tag zum Trainieren. 1, 2, 1, 2. Also, Schlumpfi, dein Bewässerungssystem funktioniert ja geradezu fantastisch. Jawohl, da tut es, Fami. Es ist ein wunderbarer Tag, um es auszuprobieren. Ja, nicht eine Wolke am Himmel. Was für ein herrlicher Tag. Nicht eine Wolke am Himmel. Was für ein furchtbarer Tag. Gut, gut, gut. Wenn das nicht diese kleinen blauen Tugendbolde sind, dieses fröhliche Lächeln. Ich kann von ihren glücklichen Gesichtern ablesen, dass sie diesen Tag heute für geradezu schlumpfig halten. Wenn ich das sehe, kann ich nur sagen, sie sind bloß im Bett geblieben. Das ist richtig. Ja. Also, ich muss dagegen einfach etwas unternehmen. Ah, da sind sie ja. Das beste Heilmittel gegen zu viel Glück. Samen der Zwietracht. Ich habe sie für einen sonnigen Tag aufbewahrt. Genau wie den Holz. Das ist so hinterhältig. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, weil wir im Haus sind. Es ist ein so schöner Tag. Es könnte schöner sein. Ich bin mit 2-5 Spielen im Rückstand. Und jetzt sind es 6. Alter, hippity, hoppity, hops. Ich überrumpel dich jedes Mal. Verblüfft. Ein weiteres Beispiel des Scharfsinns, den du mit dem Alter gewonnen hast. In Wirklichkeit habe ich das von einem jungen Schlumpfling gelernt. So, das sollte reichen. Samen der Zwietracht, tief vergraben. Lass Ranken kriechen übers ganze Land. Lass riesige Wurzeln des Bösen los. Hass verbreitet bei jeder Mann. Mama Mia, ist das aber ein grünes Finister. Gute Reise, meine kostbare Wurzel des Bösen. Reise weit und verdirb ihnen den schönen Tag. Gegen einen kleinen blauen Lümmel zu verlieren. Omnibus, was ist in dich gefahren? Nichts, was ein kleiner Frühjahrsputz nicht beseitigen könnte. Oh. Nein, du bist wirklich schwer zu zerquetschen. Papa Schlumpf, komm raus, egal wo du steckst. Ich bin gleich da, du Dummkopf.
La 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 la. La 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 la. Beim allmächtigen Schlumpf. Wieso verschwinden denn die Karotten? Verflixt und zugenäht. Wie soll ich meine Arbeit verrichten, wenn all diese Karotten hier rumhängen? Ah! Dem werden wir jetzt mal auf den Grund gehen. Wirst du wohl hier bleiben? Verflixt und zugenäht. Der ist aber hartnäckig. Also, du bist der Karottenklauer, weißt du? Wer bist du? Was hast du denn da? In dir, nur dir wert. Komm doch mit das gewollt. Du, mit dir doch nicht. Für mich und noch einen für mich. Einen für Harmonie. Hey, Harmonie. Ich hab noch ein Blech Kuchen gebacken und der hier ist gerade der richtige für dich. Donnerwetter, vielen Dank, Tordi. Und jetzt kannst du ja versuchen, dein Lied zu spielen, ne? Hefti! Hefti! Was ist denn, Staubi? Ich brauche meine Bücher wieder, du Muskelprotz. Ach, diese ekelhafte Wurzel ist ganz bestimmt dein Werk, Schlaubi. Ich hab sie zwar nicht gezüchtet, aber ich wünschte, das hätte ich. Daran muss Fami schuld sein. Er hat doch die grünen Finger. An dem Ganzen bist nur du schuld, Fami. Ich bin schuld. Ich würde sagen, Schurfi ist der Einzige, der sowas ausgegraben haben könnte. Ja, ja, natürlich. Die Einzige, die mit so einer Wurzel aufwarten könnte, das ist... Unter Natur. Da bin ich mir absolut schlumpfig sicher. Und ich finde, langsam wird es Zeit, dass wir ihr die Leviten lesen. Auf zur Unter Natur! Wenig Schlumpf. Das ist wirklich nicht der Augenblick, um zu spielen. Geh da runter. Verdammt, ich sage, geh da runter. Großer Schlumpf, merkwürdig. Wo kommt nur diese Wurzel her, hä? Natürlich, das ist das Werk von Mutter Natur. Ah! Erstaunlich, einfach erstaunlich. Offenbar hat diese seltsame Wurzel eine unheilvolle Wirkung auf alle Schlümpfe. Das heißt, auf alle Schlümpfe bis auf dich. Solange es mir nicht gelungen ist, diese fürchterliche Wurzel zu zerstören, darf ich dich nicht loslassen. Hey, Mutter Natur, komm schon raus! Wir müssen runtergehen! Ja, allerdings müssen wir das. Omnibus hat mir erzählt, dass du dafür verantwortlich bist. Das darf Mutter Natur mit Papa Schlumpf aber nicht machen. Verdammt nochmal! Lasst uns hier raus, diese Schlumpfen! Ja, ich will das! Meine bösen kleinen Schlümpfe, hört mir zu. Ich habe eine bessere Idee für ein wunderbares und unschlumpfiges Unheil. Ach ja? Was für eine? Also, zuerst müssen wir die Wurzel der Wurzel finden. Ich werde euch den Rest erzählen, wenn wir dort angekommen sind. Chlorhydris, das hätte ich mir denken können. Kommt, meine bösartigen kleinen Schlümpfe. Wir werden jetzt eine wahrhaft unschlumpfige Zeit haben. Oh, meine wundersame Wurzel des Bösen verdirbt den Schlümpfen so richtig schön das Leben. Ich liebe es, ich liebe es. Wow, hab ich Liebe gesagt? Ich muss auf meine Worte achten. Ja, das solltest du, sonst sagst du noch irgendetwas Nettes. Dies, meine kleinen Bösewichte, ist die Lieblingspflanze von Chlorhydris. Was meint ihr, was sie empfinden würde, wenn dieser Pflanze etwas zuschlägt? Haha, sie wäre ganz unglücklich. Ich glaube, diese Säge könnte dazu beitragen. Was für eine böse Idee. Los, fang ja an. Nein, nein, ihr macht das ganz falsch. Lasst mich mal machen. Ach, Quatsch. Ihr könnt das schon alleine, Schlaubi. Großer Schlumpf, das klappt besser als ich alleine. Schlümpfe! Was wollen die denn hier? Woher soll ich denn das wissen? Verschwindet aus meinem Garten, ihr Kleinen! Oh, la la, du Pügel! Dumpf dir
Was ist passiert? Was machen wir denn hier? Oh, ihr verabscheuungswürdigen Biester! Ich erkläre euch alle später, meine Schlümpfe, lauft! Kommt sofort zurück, ihr Plagegeister! Ihr habt meine wunderschöne Wurzel kaputt gemacht! Diese gemeinen Schlümpfe! Dem kann ich nur zustimmen. Du bist ein Super-Schlumpf. Ja, das stimmt, Omnibus. Ach ja, ich glaube, der heutige Tag hat sich letzten Endes doch wieder als einer meiner wunderschönsten Tage entpuppt. Es kam nur darauf an, die Wurzel des Problems zu finden. Tja, ich muss sagen, es ist zweifellos sehr schön, dass alles wieder beim Alten ist. Ganz sicher ist es das. Hippity, hoppity, hops, ich hab gewonnen. Beeil dich, Happy. Ich muss den schlumpfomatischen Schlumpfulator finden. Wenn nicht, wird das das Ende der Schlümpfe bedeuten. Das Ende! Da ist er, der schlumpfomatische Schlumpfulator. Ich muss an dein Steuerpult kommen. Schlumpfulator! Niemals mehr. Niemals, 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 niemals. Nein, nein, nein. Es war nur ein Traum. Dem Schlumpf sei Dank. Aber was für ein Traum. Beeilt euch, Schlumpfwehrwaffeln. Holt sie, solange sie noch warm sind. Oh, das gute alte Schlumpfhausen. Aber ich frage mich, was der Traum bedeutet. Und dann verwandelte sich meine große Statue in Gargamel. Oh, und was passierte dann, Andy? Dann wachte ich auf. Oh, das ist ein sehr komischer Traum. Was er wohl bedeutet? Bist du sicher, dass das keine Statue von mir war? Offenbar leidet Handy unter dem Erfinderwahn ein typisches Krankheitssymptom, das durch zu vieles Denken hervorgerufen wird. Ich habe derartige Beschwerden überhaupt nicht, was nur bestätigt, dass mein Gehirn Handys weit überlegen ist. Ja. Nein, 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 Träume, das sind Inspirationen. Meine Träume verraten mir, was ich malen soll. Den Gebrauch der Farben, eigentlich alles, deshalb irre ich ihn. Ja, das muss es sein. Mein Traum hat mir gesagt, ich soll mein Meisterwerk schlumpfen. Die absolut größte Erfindung in der Geschichte der Schlümpfe. Wenn ich nur wüsste, was es war. Oder wie ich es bauen soll. Dieser Teil meiner Anti-Schlumpf-Spray-Formel ist äußerst gefährlich, Azrael. Nur ein Tropfen zu viel und es hat eine verheerende Wirkung. Wer ist da? Ein Päckchen für Sie. Für mich? Ein Geschenk von Mami. Oh, wie schön. Oh, was mag das wohl sein? Aha, Mami hat mir eine Nachricht geschickt. Mein lieber, böser Sohn. Oh, wie nett. In dem Beutel anbei findest du besonders teuflische Samenkörner, die dir helfen können, diese lästigen Schlümpfe, über die du dich immer beklagst, vom Halse zu schaffen. Und beschriftige deine schreckliche und so weiter und so weiter. Oh, das muss ich unbedingt ausprobieren. Wie ich mein Mamilein kenne, dürfte das äußerst interessant sein. Ja. Ah, gar nichts. Wieder eine von Mamis törichten. Was ist das? PS, vergiss nicht, sie zu gießen, du Vollidiot. Aber natürlich, das hatte ich gerade vor. Weiß doch jeder, dass man Samen gießen muss. Oh nein, Hilfe, Mami, Hilfe! Und dann war der Traum zu Ende, Papa Schlumpf. Aber ich kann mich genau an alles erinnern, an jedes Detail. Das ist ein sehr interessanter Traum, mein lieber Handy. Ganz sicher war das ein Hinweis, diese Maschine zu schlumpfen. Ich werde nicht ruhen, bis ich sie gebaut habe. So eine tiefe Überzeugung darf nicht ungeschlumpft bleiben. Ich glaube, du solltest dich ans Werk machen. Ich werde für heute deine anderen Pflichten übernehmen. Oh, danke, Papa Schlumpf. Du wirst es nicht bereuen. So, das war der letzte. Stell dir vor, Azrael, was mit diesen verfluchten Schlümpfen passieren wird, wenn ich diese Zaubersamenkörner in ihrem Wald verstreue.
Das Unkraut wird das ganze Sonnenlicht fernhalten, die Schlumpfbeeren werden eingehen und diese mistigen Schlümpfe sind erledigt. Oh, Mamis Ideen sind wundervoll. Aber warte mal, wie verstreue ich diesen wundervoll schrecklichen Samen? Natürlich, wir werden in die Luft steigen, Azrael, und ich verstreue den Samen der Schlumpfvernichtung von meinem alten Heißluftballon aus. Oh, wie ich mich erinnere, war da eine Feder. Ich brauche eine gute, schlumpfige Feder. Ja, die darf ich mir sicher von Hefty leihen. Jetzt brauche ich nur noch irgendein langes Rohr oder sowas in der Art. Perfekt. Und nun fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel dieser kleine Splint hier. Oh, und dann noch etwas. Ein Seil. Na los, Beeilung, du faules kleines Biest. Ich habe dich für eine Stunde gemietet. Hoffentlich kannst du auch ordentlich Feuer spucken. In Ordnung, in Ordnung. Spar dir das für meinen Ballon. Ab in die Lüfte. Oh, ich kann es kaum erwarten, diesen Samen der Verdammnis auszusäen. Was ist das für ein komischer Vogel, Nordli? Keine Ahnung, aber er ist fett genug, das ganze Schloss zu ernähren. Fliegt, fliegt, meine kleinen Unkrautsamenkörner. Beim ersten Regenschauer werden die Samen sprießen und die ganze Schlumpfbeerenernte der Schlümpfe fertig. Dann müssen wir nie mehr ihre fröhlich kichernden Stimmen hören, Azrael. Was in aller Welt war das? Oh nein! Oh! Pfui Teufel, naja. Wenigstens habe ich den Zauberunkrautsamen verstreut. Oha, das muss Handys Traummaschine sein. Handys Maschine schlumpft mit jeder Minute hässlicher. Ja, und das ganze Maschinengehämmel raubt mir meinen Schlaf. Beauty, Fauli und Clumsy, ich habe Arbeit für euch. Torti braucht ein paar wilde Schlumpfbeeren fürs Mittagessen. Aber Papa Schlumpf, wir haben heute schon unsere Pflicht geschlumpft. Im Gegensatz zu Handy, der sich den ganzen Tag mit dieser dusseligen Maschine amüsiert. Nein, nicht doch, meine kleinen Schlümpfe. Jeder Schlumpf muss die Chance haben, seinen Traum zu verwirklichen. Wenn ein Traum einen Schlumpf inspiriert, sollten wir nicht dagegen schlumpfen. Ja, Papa, ja, Papa Schlumpf. Und seid schön vorsichtig im Wald, meine kleinen Schlümpfe. 98, 99, 100. Da muss ich doch noch etwas trainieren. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Da hat doch tatsächlich jemand mit meinen Sachen herumhantiert. Wo ist jetzt bloß die Feder hin? La, 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 la. Was zum verdammten Schlumpf? Jemand hat den Splint rausgezogen. Wer sollte denn so etwas schlumpfen? Zeit fürs Mittagessen. Schön, was zu tun zu haben zwischen Frühstück und Abendessen. Zuerst brauche ich mal ein schönes, heißes Feuerchen. Was ist mit dem Ofen los? Feuer, Feuer, ich meine Wasser! Oh nein, jemand hat das Brunnenseil abgeschnitten. Die Schlumpffeuerwehr! Hurra! Bumm, weiter, Hefty, das Feuer ist gleich aus. Wir haben's geschafft, geschafft. Es war einfach nur Rauch. Das war knapp. Wie mag das nur gekommen sein? Sag mal, mein Ofenrohr ist irgendwie weg. Lass dir von Handy lieber gleich ein neues machen. Oh, gut, das Feuer ist schon auszuluden. Ah ja, dank des großartigen Einsatzes unserer Schlumpffeuerwehr. Sacre bleu! Schreck, Papa Schlumpf! Handy! Handy! Ich brauche deine Hilfe, Handy. Jemand hat mir mein Ofenrohr geklaut und, da ist es ja, mein Ofenrohr. Und hier ist ja auch der Splint von meiner Schubkarre, hier. So, da ist also meine Feder abgeblieben. Oh, ich schlumpfe dir gern eine neue, wenn ich meinen schlumpfomatischen Schlumpfulator fertig habe. Und wie soll ich bitte was zu essen machen, wenn du mir mein Ofenrohr nicht zurückschlumpfst? Meine Schubkarre ist viel wichtiger als dein Hobby, versteh das doch. Und ich will meine Feder auch zurückhaben, und zwar aber sofort, zuerst meine Schubkarre.
Was ist denn hier los? Handy hat meine Schubkarren kaputt gemacht. Einer nach dem anderen, einer nach dem anderen. Papa Schlumpf, Papa Schlumpf. Du auch, Tulusi. Sei still und warte gefälligst, bis du dran bist. Aber Papa Schlumpf. Aha, sieht nach Regen aus. Gut, genau das Richtige für meine Schlumpfbeersträucher. Wir müssen uns unterstellen. Großer Schlumpf, was ist denn das? Wir können unter diesem Pilz Schutz suchen, bis der Regen aufhört zu regnen. Schnell, meine kleinen Schlümpfe, klettert auf den schlumpfomatischen Schlumpfulator. Oh nein! Hilfe! Schnell, kletter hoch, Schlaubi, beeil dich! Danke, Hefti, sei vielmals geschlumpft. Ich werde mich revanchieren. Sollte dein Fuß sich jemals in einem tückischen Unkraut verfangen haben, dann... Hilfe! Warte auf mich! 95, 96, 97, ja nur 98 Schlümpfe. Wer fehlt denn noch hier? Papa Schlumpf! Schlumpf, sei Dank. Klettert auf, meine kleinen Schlümpfe. Das hier ist der einzig sichere Ort. Die Schlümpfe sind vollzählig, Papa Schlumpf. Gut, dann sind alle Schlümpfe in Sicherheit. Und der Regen ist auch vorbei. Aber was machen wir jetzt, Papa Schlumpf? Erstmal wollen wir ein Nickerchen machen. Großer Schlumpf, das ist ja fantastisch, Handy. Das also hatte es mit deinem schlumpfomatischen Schlumpfulator auf sich, mein Junge. Ja, und hiermit kann man ihn lenken und damit kann man ihn beschleunigen. Es funktioniert! Fantastisch. Einmal ums Dorf, Handy. Dann können wir auch den Wald von diesem unheimlichen Unkraut befreien. Es hat geklappt, Azrael. So, wie meine Mami es prophezeit hat. Na, sowas. Das ist nicht möglich. Lauf, Azrael, lauf! Wie konnten diese fürchterlichen kleinen Kreaturen so schnell so eine Maschine bauen? Oh nein, sie kommen zurück! Und nun, um Handy unsere Anerkennung für seine letzte Erfindung auszuschlumpfen und unsere gehegten Zweifel ihm gegenüber vergessen zu machen, ein dreifach Hoch für Handy! Ein Hoch für Handy! Hurra! 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 Jetzt ist aus einem Traum Wirklichkeit geworden. Guten Morgen, Handy. Wie ich sehe, baust du einen neuen Schornstein. Stimmt ganz genau, Farmi. Bei mir wird's im Winter warm und gemütlich sein. Sehr vernünftig, sehr weise vorausgedacht. Handy, hier ist noch so ein Brocken für deinen Schornstein. Pass doch auf, Clumsy. Alles in Ordnung. Danke, Farmi. Merkst dir, nie unter einer Leiter durchlaufen. Das bringt Unglück. Wirklich? Na sowas. Danke, ich merk's mir. Ich bin überrascht, Handy. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Blödsinn glaubst. Oh, weia. Na siehst du, es ist nur ein dummer Aberglaube. Glaubi, ich hab dir doch gesagt, du sollst nur 10 Löffel Pimpernel nehmen. Tut mir leid, Papa Schlumpf. Aber ich hab gelesen, wenn man einen Löffel mehr reingibt, bringt das Glück. Aber mein Experiment ist jetzt ruiniert. Und dein Hut auch. Mein Hut? Ja, gib her, der wird wieder wie neu. Nein, vielen Dank. Du kannst das Haus putzen. Zwirni wird meinen Hut wieder in Ordnung bringen. Na, der hat ja vielleicht eine Laune. Der ist bestimmt heute Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden. Mal ganz ehrlich gesagt, Papa Schlumpf, dieser Hut hat ausgedient. Schmeiß den alten weg, ich nähe dir einen neuen und ich bin ganz sicher, du wirst sehr zufrieden sein. Darüber würde ich mich freuen, Zwirni. Gut, dann nimm schon mal Platz, ich bin gleich wieder da. Au! Papa Schlumpf, was ist denn passiert? Na, das muss ja heute dein Glückstag werden. Du weißt doch, was man sagt. Wenn du eine Nadel findest, dann hebe sie auf und du wirst den ganzen Tag Glück haben. Aber wenn du mich fragst, ich fühle mich gar nicht glücklich. Ich möchte mal wissen, woher ihr plötzlich solch merkwürdige Weisheiten habt. Azrael, sieh doch mal, was ich gefunden habe. Dieses Hufeisen wird mir sicher Glück bringen. Und was für mich Glück bedeutet, wird für die Schlümpfe das große Unglück sein. Au! Au! Oh, wie ich diese Schlümpfe hasse! Ich hasse sie. Ich hasse ihren erbärmlichen Gesang und am allermeisten ihr idiotisches Lachen. Jetzt aber los. Da wäre ja was. Das ist ein Rezept nach meinem Geschmack. Da wird euch euer blödes Lachen vergehen. 2 Dutzend Spinneneier, 1 Tropfen Entengrütze, 2 Teelöffel Fledermaushaar. Wie war's kein Fledermaushaar mehr da?
Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Ich habe alles für Mamis Geburtstagstorte verbraucht. So ein Mist. Jetzt muss ich neue suchen. Nichts bleibt mir erspart. Sieh mal, ein vierblättriges Kleeblatt. Wie schön, das wird mir Glück bringen. Ja! Pass doch auf, du Esel, wo du hinfährst. Halt, stopp! Ja, Herr! Sag, alter Junge, bist du verletzt? Nun ja, wie soll ich sagen? Ich meine... Es tut mir wirklich sehr leid. Sei so gut und nimm dieses Goldstück als Schmerzensgeld an. Autsche! Fahr weiter! Ja! Gold! Gold! Oh, jetzt weiß ich es genau. Heute ist mein Glückstag. Ja. Komm, Azrael, ich kann es kaum erwarten, das Gold in der Stadt auszugeben. So, er hat das Gold also in der Tasche. Das reizt mich schon sehr. Es sollte mir doch wohl nicht schwerfallen, diesen alten Dummkopf reinzulegen. Ah, jetzt weiß ich auch, wie ich es mache. Ich weiß gar nicht, was ich mir zuerst kaufen soll. Wie wäre es mit diesem Umhang? Genauso einen hat Balthasar. Oder vielleicht doch lieber einen Hut? Ich wollte schon immer einen richtigen Zaubererhut haben. Oh. Frische Fische, frische Fische. Jetzt weiß ich's. Ich lasse die Münze entscheiden. Kommt Kopf, kaufe ich den Umhang? Kommt Zahl, kaufe ich... Ah, oh nein! Hey. Hey, was soll denn das? Mein Gold, das ist ein echter Goldtaler. Und was soll ich jetzt mit dem Blatt fischen? Komm schon, Azrael, halt! Wirst du wohl aufhören zu rollen? Irgendwie hatte ich mir meinen Glückstag glücklicher vorgestellt. Ach, jetzt hab ich dich. Oh, entschuldige vielmals, Gargamel. Esmeralda, die Glücksfee? Ja, was machst du denn hier? Oh, ich möchte einem Glückskind das Außergewöhnlichste anbieten, was man überhaupt für Geld kaufen kann. Sieh's dir nur mal an. Du willst deine Kröte verkaufen? Oh, sei nicht so laut, du Dummkopf. Willst du, dass alle Leute es erfahren? Das ist doch keine gewöhnliche Kröte. Das hier ist eine Glückskröte. Ach, das ist eine glückbringende Kröte? Ja, wenn du der Kröte dreimal über den Rücken streichelst und dabei einen Wunsch äußerst, wird dein Wunsch in Erfüllung gehen. Also wirklich, Esmeralda, so eine alberne Geschichte habe ich ja noch nie gehört. Glaubst du wirklich? Na bitte, wenn du kein Interesse hast. Warte nicht so schnell. Kann sie ganz bestimmt jeden Wunsch erfüllen? Aber natürlich. Meinst du etwa, ich würde dich belügen? Na gut, wie viel willst du dafür haben? Für eine Goldmünze würde ich sie dir verkaufen. So ein Zufall, genau eine Goldmünze. Es war mir ein Vergnügen, ein Geschäft zu machen mit einem Mann, der weiß, was er will. Wiedersehen. Warte mal, ich weiß noch gar nicht, wie ich mit ihr... Noch ein Stein und wir haben es geschafft. In Ordnung, Handy, bin schon unterwegs. Handy kann diesmal aber sehr zufrieden mit mir sein. Hallo, Schlumpfine. Hallo, Baby Schlumpf. Hallo, Klamsi. Hi. Ich liebe dich, Baby. Du bist der allersüßeste, kleinste Fratz auf der Welt. Ich möchte auch noch mal Baby sein. Dann würde Schlumpfine mich küssen. Ach, der Ärmste. Bist du verletzt, Klamsi? Nein, alles in Ordnung, Schlumpfine. Oh, mein kleiner Klamsi. Hier ein Küsschen, dann tut's nicht mehr weh. Nein. Oh, vielen Dank. Keine Ursache. Ist ja irre. Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Oh. Hey! Oder kann es sein, dass dieser Baum irgendwas damit zu tun hatte? Vielleicht sollte ich es nochmal mit einem anderen Wunsch probieren. Ich muss nur alles haargenau so machen wie vorher. Ich wünsche mir einen Korb mit frischen Schlumpfbeeren. Tag, Klamsi. Möchtest du frische Schlumpfbeeren haben? Oh, toll! Ich hab's entdeckt! Der Baum bringt Glück! Was? Wer bringt Glück? Ich hab mir was gewünscht! Dann hab ich einen Stein geworfen und der Wunsch ging sofort in Erfüllung!
Clumsy, Clumsy, Clumsy. Du willst uns doch nicht etwa weismachen, dass dieser Baum ein Glücksbaum ist. Doch, es ist wahr. Pass auf. Wenn du mich fragst, ich glaube, das ist alles Unsinn. Unsinn und Clumsy, das passt zusammen. Na, versuch's doch selbst mal, Fami. Wünsch dir was. Na gut. Mein Getreide braucht Rächen. Oh ja, das ist ein guter Wunsch. Aufgepasst. Ja. Ich wünsche mir für Famis Getreide Regen. Naja, wenn du das komisch findest, ich nicht. Oh, Clumsy, du hattest ja tatsächlich recht. Jetzt will ich's unbedingt auch probieren. Nur Muschlaumi, wünsch dir was. Ich wünsch mir genauso ein Laboratorium, wie Papa Schlumpf es hat. Hallo, meine kleinen Schlümpfe. Schlaubi, ich muss zu Homnibus was Wichtiges mit ihm besprechen. Übernimm du so lange das Laboratorium. Aber natürlich gern, Papa Schlumpf. Es ist mir eine große Ehre. Und macht mir keinen Kummer, meine kleinen Schlümpfe. Ich werde allen erzählen, dass ich einen Glücksbaum entdeckt habe. Wie jetzt? Ich hab gedacht, ich hab ihn zuerst entdeckt. Ich kann es kaum erwarten. Nun muss meine Glückskröte zeigen, was sie alles kann. Heute gibt's Schlümpfe à la carte, Azrael. Wo habe ich nur das Rezept für überbackenen Schlumpf hingeräumt? Ich liebe dieses Rezept. Azrael, du Trottel, lass die Kröte nicht weglaufen. Halt, bleib hier, du Warzenvieh. Azrael, du blöder Flohsack, wenn uns die Glückskröte entkommt, wirst du keine glückliche Stunde mehr haben. Ich wünsche mir, ich würde noch besser aussehen, als ich jetzt schon aussehe. Ich bin noch schöner, sehr gut. Ich wünsche mir einen neuen Freund. Was könnte ich mir denn wünschen? Wie wär's mit einer dreistöckigen Schlumpfbeerentorte? Der Wunsch hätte auch von mir sein können. Torti Schlumpf, du hast doch schon eine dreistöckige Schlumpfbeerentorte in deiner Küche. Ich rate dir, halt dich da raus. Ich weiß schon, wie ich's mache. Ich renne nach Hause, esse die Torte, komme zurück und wünsch mir eine neue. Dieses Kerlchen hat gute Ideen, der gefällt mir. Ich bin schon so neugierig, wie mein neuer Freund wohl aussehen wird. Hiermit lade ich dich herzlich zum Abendessen ein. Na, warte, ich kriege dich auf. Ich wollte einen neuen Freund, kein Ungeheuer. Ach, vergessen wir diese magersüchtige Ziege. Viel wichtiger ist es, die Glückskröte zu finden. Wie du hier siehst, Homnibus, wird nach meinen Beobachtungen der Vulkan Poyanthus sehr bald ausbrechen. Es wird sehr spannend und lehrreich sein, den Vulkanausbruch zu beobachten. Ja, davon bin ich auch überzeugt. Ich hole nur schnell meine Ausrüstung und treffe dich dann am Berg. Du musst dich aber sehr beeilen. Der Vulkan kann jeden Augenblick ausbrechen. Das Dorf sieht aber sehr verlassen aus. Hefti, wo sind all die anderen Schlümpfe? Die haben sich alle beim Glücksbaum versammelt. Beim Glücksbaum? Was denn für ein Glücksbaum? Das muss ich mir ansehen. Was wünschst du dir denn, Fauli? Ich wünsch mir eine Mütze voll Schlaf. Wie wunderbar. Was wünschst du dir, Poeti? Ist doch klar, dass mich die Muse küsst. Was geht denn hier vor? Was zum Donnerwetter ist denn mit euch passiert? Warum macht ihr nicht eure Arbeit? Wie soll ich das erklären? Wir haben noch so viel mit unseren Wünschen zu tun. Mit euren Wünschen? Glaubt ihr im Ernst, das sei ein Glücksbaum? Aber es ist wirklich ein Glücksbaum, Papa Schlumpf. Du wirfst den Stein in den Baum und dein Wunsch geht in Erfüllung. Erstaunlich. Ja. Könnte es nicht sein, dass alles nur ein Zufall war? Wie dem auch sei, jetzt geht ihr zurück an eure Arbeit. Aber Papa Schlumpf, gerade jetzt bin ich mit meinem Wunsch dran. Ich komme auch noch dran. Das ist ganz bestimmt kein Glücksbaum. Ich beweise es euch. Ich wünsche mir, ich wäre eine Kröte. Oh, Papa Schlumpf, tu's nicht. Ich kann gar nicht hinsehen.
überzeugt? Nichts ist passiert. Das ist ein ganz gewöhnlicher Baum, meine kleinen Schlümpfe. Und jetzt alle wieder an die Arbeit. Aber Papa Schlumpf, ich... Ich will davon nichts mehr hören. Ach, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie so einen Blödsinn gehört. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich deswegen nicht auch noch den Vulkanausbruch verpasse. So, Papa Schlumpfs Hut ist jetzt fertig. Sobald er trocken ist, kann er ihn haben. Verdammt nochmal, irgendwo muss doch meine Glückskröte stecken. Und dann wünschte sich Papa Schlumpf eine Kröte zu sein und hat den Stein geworfen. Ich verstehe immer noch nicht, warum Papa Schlumpfs Wunsch nicht erfüllt wurde. Ich habe da so eine Theorie. Ich vermute, die Anzahl der Sprünge hat etwas damit zu tun, ob der Wunsch erfüllt werden kann. Es kann auch sein, dass er den Stein nicht richtig geworfen hat. Irgend so etwas muss es gewesen sein. Deshalb ist es auch ganz verständlich. Papa Schlumpf! Und so hässlich, das ist ja furchtbar. Papa Schlumpf, ich hab dir doch klar und deutlich gesagt, was passieren würde. Aber hast du auf mich gehört? Nein, warum auch? Ja, was sollen wir denn jetzt bloß machen? Soll ich ihn küssen? Nein, nein, das wird nicht nötig sein. Schließlich hat Papa Schlumpf ja die Weisheit und Voraussicht gehabt, mir, Schlumpf Schlaubi, die Laboraufsicht zu übertragen. Wir schleppen ihn gemeinsam dorthin und ich verwandle ihn zurück. Das ist wirklich ganz einfach und im Nu gemacht. Hm? Nein, noch nichts, Handy. Oh, armer Papa Schlumpf, das muss ja unmöglich aussehen, eine grüne Haut zu haben. Seht nur, seine Augen werden immer trauriger. Naja, vielleicht fühlt er sich auf dem Tisch ein bisschen unbequem. Es dauert nur noch einen Moment, Papa Schlumpf. Achtung, jetzt geht's los. Bitte Luft anhalten. Oh. Warum? Oh. Tut mir leid, Papa Schlumpf. Aber wie du immer sagst, wenn der erste Versuch nicht klappt, nur nicht aufgeben. Oh, Papa Schlumpf. Lauf ihm nach, Klamsi. Beeil dich, Schlaubi, versuch's nochmal. Oh, Papa Schlumpf, ich kann doch nicht dafür. Jetzt klappt's ganz bestimmt. Vielleicht sollte ich alles zusammenmixen. Papa Schlumpf, bleib hier, ich krieg das hin. Entsetzlich, Papa Schlumpf fühlt sich wie eine richtige Kröte. Er haut uns ab. Ich hab ihn. Und halt ihn fest, Hefti. Ich rutsch ab. Er hat Angst vor uns. Ich habe überall gesucht, keine Spur von dieser elenden Kröte. Aber ich werde sie finden, ich muss auf Holz klopfen. Autsch, ein Splitter. Aua, aua, autsch, das ist gemein. Immer trifft es mich. Das ist ja... Papa Schlumpf, Papa Schlumpf. Warte, Papa Schlumpf, komm zurück. Welch ein Glück, meine Kröte! Gargamel! So, mein kleiner Hüpfer, und jetzt werde ich dich nach Hause bringen. Noch einmal entkommst du mir nicht. Komm, Fami, das müssen wir den anderen erzählen. Wir haben Papa Schlumpf gefunden. Ja! Aber Gargamel hat ihn ins Licht geschnappt. Oh! Clown, wie können wir ihm helfen? Das werde ich euch gleich sagen. Ich habe schon einen Plan. Wir alle wollen ihn doch retten. Ja! Alle Schlümpfe, mir nach! Ja, und ob er mir kann das erleben. Das ich wusste, dass ich meine Glückskröte finden würde. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt werde ich meinen Wunsch aussprechen. Ich wünsche mir Schlümpfe, und zwar so viele Schlümpfe, dass ich meinen Topf damit einen ganzen Monat füllen kann. Schluss jetzt, Gargamel! Lass die Kröte runter! Da ließe ich schon eher meinen Schlumpfkäfig herunter. Oh! Es hat geklappt, Azrael! Ein Schlumpfvorrat für ein ganzes Leben und alle gehören mir. Du hattest recht, Papa Schlumpf. Der Berg Polyanthus wird gleich ausbrechen. Erstaunlich, wirklich erstaunlich.
Ja, eine seltene Gelegenheit, Vulkane zu studieren, Papa Schlumpf. Und nun geht's ans Kochen, Azrael. Ja. Was meinst du, ob wir uns eine kleine Vorspeise gönnen, Azrael? Hey, lass mich sofort los, hörst du? Hilfe! Wirst du sie wohl loslassen, du widerlicher Zauberer? Aber ja doch, natürlich, meine Süße. Slavi, weißt du, warum uns Karamell das Bad lässt? Um ein Bad dürfte es sich kaum handeln, Clumsy. Und nachdem ich die Vorspeise verzehrt habe, werde ich mich erstmal wieder dem Goldmachen widmen. Ach ja, Azrael, es gibt Zeiten, da bin ich wirklich stolz auf mich. Nun schmecken wir ab. Salz, Pfeffer, ein wenig Thymian. Ja, ja, ja. Ein wenig Muskat, Oregano, scharfer und süßer Paprika. Oh, wie ungeschickt, jetzt habe ich das Salz verschüttet. Man soll es über die Schulter werfen, dann bringt es Glück. Was ist denn das? Oh, oh, oh. Uns kann ja nichts passieren. Aber dein alter Freund Gargamel könnte vielleicht etwas gestört werden. Hauptsache, meine Schlümpfe sind in Sicherheit. Oh je, das ist das Ende der Welt. Oh nein! Ich hätte das Salz nicht verschütten dürfen. Pau! Los, rennt! Ich werde Papa Schlumpf retten. Komm schon, Papa Schlumpf, hüpf raus. Gerade noch geschafft. Ja, aber wo ist Papa Schlumpf jetzt? Er war doch genau hinter mir. Das ist alles Clumsys Schuld. Wenn er den Glücksbaum nicht gefunden hätte, wäre das alles nicht passiert. Außerdem ist es das erste Mal, dass ich ins Dorf geworfen wurde. Das war wirklich ein großartiges Vulkanschauspiel, Papa Schlumpf. Wie gut, dass wir es nicht versäumt haben. Das kann man wohl sagen. Aber jetzt muss ich zu meinen kleinen Schlümpfen zurück. Auf Wiedersehen, alter Freund. Wiedersehen, Papa Schlumpf. Solch einen Vulkanausbruch habe ich seit 250 Jahren nicht mehr erlebt. Meine Güte, was ist denn da los? Was ist passiert, meine kleinen Schlümpfe? Papa Schlumpf! Ach, da bist du endlich wieder, Papa Schlumpf. Und du bist wirklich keine Kröte mehr? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich eine Kröte sein? Aber du warst doch eine Kröte, Papa Schlumpf. Wir haben den ganzen Nachmittag versucht, dich zurückzuverwandeln. Aber meine kleinen Schlümpfe, ich habe den ganzen Nachmittag mit Omnibus verbracht. Aber Papa Schlumpf, wir dachten... Ich weiß schon, was ihr gedacht habt, meine Lieben. Und ich hoffe, ihr habt jetzt gelernt, keine Angst vor einem dummen Aberglauben zu haben. Es könnte sein, dass wir uns ein klein wenig töricht verhalten haben. Ja, ein bisschen habe ich auch das Gefühl. Ja, das war uns ganz bestimmt eine Lehre. Eine glückbringende Kröte. Wie konnte ich bloß einen solchen Unsinn glauben? Ja. Na ja, wenigstens habe ich noch mein Hufeisen. Das bringt mir auf jeden Fall Glück. Mittagessen! Kommt und holt eure heiße Suppe und Zwieback! Jam, jam, jam! Eine nahrhafte Mahlzeit für alle hart arbeitenden Schlümpfe. Vielen Dank, Cordy. Ist schön deine Suppe, Babyschlumpf. Torti, du hast von allen Schlümpfen am schwersten gearbeitet. Das ist wohl wahr. Lass mal sehen. Er serviert 101 Schlümpfen drei Mahlzeiten täglich. Und wenn man das hochrechnet, dann sind das, jedenfalls ist dies ein schlumpfiger Topf voll Suppe. Es macht mir einfach sehr viel Freude, meine Mitschlümpfe zu versorgen. Das macht mir fast so viel Freude, wie mich selbst zu versorgen. La 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 la. Kein Schlumpf sollte je eine Mahlzeit versäumen und deswegen bringe ich Schlumpfi Schlumpf auch sein Mittagessen. Oh Schlumpfine, oh Schlumpfine, oh Schlumpfine, mein Herz. Wenn du nicht sagst, dass du mich lieb hast, werde ich vergehen vor Gram und Schmerz. Bist du das, Schlumpfi? Das hoffe ich. Ziemlich dunkel hier drin. Da kann man nie ganz sicher sein, ob man es wirklich isst. Leckere heiße Suppe und Zwieback für dich. Ah, das klingt gut. Bist ein toller Schlumpf. Auf dass dein Herz immer so groß sei wie dein Hungertorti. Lass mich das hier nur eben fertig machen. Oh. Oh, alle
Donnerwetter, was ist denn das für ein seltsamer Fund? Das sieht ja fast aus wie eine Krone. Kannst du dir erklären, wie die hier reingeraten ist? Tja, was genaueres weiß man sicher nicht darüber. Aber eins weiß ich mit Bestimmtheit, dass wir sie lieber so schnell wir können auf den kürzesten Umweg zu Papa Schlumpf bringen sollen. Schürfi, Schürfi, Schürfi. Papa Schlumpf ist mit Baby zu Mutter Natur gegangen. Vor Einbruch der Dunkelheit sind die nicht zurück. Dann bringe ich die Krone eben zu Mutter Natur. Aber du wirst diese schwere Krone sicherlich nicht so weit tragen können. Ich schlage also vor, dass du sie bei einem vertrauenswürdigen Schlumpf hinterlässt. Da hast du wohl recht. Torti, du sorgst dafür, dass kein anderer Schlumpf sie berührt, bevor Papa Schlumpf zurückkommt und sagt, sie sei ungefährlich. Du kannst mir 100% schlumpfig vertrauen. Kannst du, aber nur deswegen, weil Kronen nicht fressbar sind. Nach einigem Hin und Her habe ich die Krone bei Torti in Verwahrung gegeben. Eine Krone, die unter dem Schlumpfwald begraben wurde? Sehr merkwürdig. Und das ist erst der Anfang. Denn es wurden 2 magische Kronen unter dem Schlumpfwald vergraben. Vor langer, langer Zeit lebten in diesem Wald 2 mächtige Riesen, die sich um die Weltherrschaft stritten. Jeder der beiden trug eine Zauberkrone, die jedes Lebewesen dazu zwang, dem Befehl ihres Trägers zu gehorchen. Nun kämpfe! Ja! Ich, der mächtigste aller Titanen, befehle dir, dich in ein hüpfendes Häschen zu verwandeln. Es muss wohl kaum erwähnt werden, dass die ständigen Auseinandersetzungen der beiden Riesen den anderen Waldbewohnern das Leben schwer machten. Und ich befehle dir, dich in einen Gorilla zu verwandeln. Die beiden Kronen der Riesen hatten gleich starke magische Kräfte, denn sie kämpften viele Jahrhunderte lang, ehe ihnen bewusst wurde, dass keiner von ihnen als Sieger hervorgehen konnte. Ich verwandle dich jetzt in ein altes, gelbbäuchiges Waldhühnchen mit einem verletzten Flügel. Warte, das gilt nicht. Das hatten wir schon mal vor etwa 300 Jahren. Hatten wir schon? Schade. Na gut, dann verwandle ich dich eben in ein gelbbäuchiges Waldhühnchen mit 2 verletzten Flügeln. Nein, 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 überleg doch mal. Niemand von uns beiden wird diesen unsinnigen Kampf je gewinnen. Ach, du hast recht. Wegen dieses Wettstreits haben wir unser ganzes Leben vergeudet. Ja, und schau dir mal an, was wir mit diesem schönen Wald angestellt haben. Was hältst du davon, wenn wir diesen Krieg beenden und unsere Kronen wegschmeißen? Und das Beste machen aus den 3 oder 4 Jahrhunderten, die uns alten Zauseln noch übrig bleiben werden. Ja, wir beide könnten doch losziehen, um uns ein paar Riesinnen zu suchen. Und so kam es, dass die beiden alten Riesen ihren Streit begruben und ihre magischen Kronen wegwarfen. Von diesem Tag an herrschte Friede und Ruhe im Wald. Der Friede wird so lange anhalten, wie die beiden Kronen im Erdreich verbleiben. Dann sind wir jetzt sicher in Schwierigkeiten, Mutter Natur. Denn das ist die Krone, die ich heute Morgen bei der Arbeit gefunden habe. Du meine Güte! Ernsthafte Probleme kommen auf uns zu, wenn die Krone in falsche Hände gerät. Oder auf den falschen Kopf. Weiß Schlaubi, dass du diese Krone gefunden hast? Das weiß er, Papa Schlumpf. Da sind sie schon, die Schwierigkeiten. Mutter Natur, würdest du für eine Weile auf Baby Schlumpf aufpassen? Oh, es ist mir ein Vergnügen, Papa Schlumpf. Schürfi, wir können gehen. Autsch! Das war aber nicht sehr nett von dir, Torti Schlumpf. Entschuldige, Schlaubi, aber ich habe Schürfi versprochen, dass keiner die Krone berühren wird. Ich verstehe wirklich nicht, warum ich die Krone nicht mal aufsetzen darf. Bist du denn gar nicht neugierig, was für ein Gefühl das ist, König zu sein? Nein, ganz und gar nicht. Ich will nur Koch sein. Toll, eine wahrhaft intellektuelle Herausforderung. Naja, zugegeben, irgendwie reizt mich die Sache schon. Na, los doch, setz dich auf. Was kann schon passieren? Vergiss nicht, was du Schürfi versprochen hast. Wer sagt, dass du Schürfi gehorchen musst? Und außerdem hast du ihm nur versprochen, dass kein anderer Schlumpf die Krone berühren wird. Richtig, Schürfi hat nur gesagt, dass kein anderer sie berühren darf. Na, auf alle Fälle bist du doch der König. Der Köche ist doch so. Auf alle Fälle, ich bin der König der Köche, ist doch so. Darf ich vorstellen? Torti Schlumpf, der Küchenchef. Torti Schlumpf, der Meisterkoch. Meister Torti, Meister Schlumpf. Das ist es. Torti, der Meister Schlumpf. Ja, Torti, der Meister Schlumpf. Kommt schon und holt es euch! Ihr werdet staunen, was ich euch heute serviere!
Hey, Torti, was gibt's denn heute Leckeres? Ich hoffe, du aber nicht vergesse das Dessert. Heute beginnt ein neues Zeitalter im Leben der Schlümpfe. Von heute an steht ihr alle unter der uneingeschränkten Befehlsgewalt von Torti Schlumpf, dem Meisterschlumpf. Dem Meisterschlumpf? Oh, das ist aber witzig. Du hältst dich lieber ans Kochen, König. Das ist ganz und gar nicht witzig. Hier, Meisterschlumpf, hier habe ich etwas, das ist wirklich witzig. Du kleiner Dummkopf, ihr Ignoranten, ich gebe euch eine Kostprobe von der Macht, die der Meisterschlumpf besitzt. Zeig uns doch mal, was wirklich witzig ist, Jokischlumpf, ne? Ja, Meisterschlumpf. Oh. Hört, Schlümpfe, und gehorcht mir. Ihr werdet alles tun, was auch immer ich euch befehle. Habt ihr verstanden? Ja, Meisterschlumpf. Handy? Ja, Meisterschlumpf. Du baust mir einen gigantischen Ofen, und zwar genau in der Mitte des Dorfplatzes. Ja, Meisterschlumpf. Und nun zum Rest meiner Untertanen. Ihr werdet zentnerweise Nüsse und Früchte für mich schlumpfen, ist das klar? Ja, Meisterschlumpf. Und wenn ihr fertig seid, schafft ihr alles zum Dorfplatz. Ja, Meisterschlumpf. Und genau dort erbaut ihr dann ein Schlumpfdenkmal für mich. Den Meisterschlumpf. Ja, Meisterschlumpf. Ich wundere mich, warum Torti heute so früh zum Abendessen geläutet hat. Vielleicht gibt er ab heute 4 Mahlzeiten täglich. Das würde mich nicht verwundern. Hefti, warum arbeitest du nicht unten am Damm? Und Toulouse, bist du mit den Arbeiten an der Brücke schon fertig? Wir sammeln Früchte und Nüsse für den Meisterschlumpf. Ah, merkwürdige Dinge gehen hier vor sich. Wirklich merkwürdig. Ich versichere dir, dies wird der beste Umhang, den ich je genäht habe, Meisterschlumpf. Ich versichere dir, Zwirni, der Meisterschlumpf erwartet von seinen Untertanen nur das Beste. Warum erledigt ihr Schlümpfe nicht euer Tagewerk? Ah, Papa Schlumpf, der ehemalige Anführer der Schlümpfe. Torti, hör auf mit dem Unfug und gib Papa Schlumpf sofort die Krone zurück. Wieso stehst du da eigentlich so nutzlos rum, Schlumpfi Schlumpf? Die Arbeit muss getan werden. Zu Befehl, ich bin schon unterwegs, Meisterschlumpf. Erstaunlich. In der Tat erstaunlich, Papa Schlumpf. Sieh her, diese Krone gibt mir die Macht, über allen Lebewesen zu stehen und ihnen zu befehlen. Ach, herrje, irgendein böser Geist ist in Torti gefahren. Oh, weia, hat er vielleicht irgendwas Falsches gegessen? Es ist diese Krone. Habt ihr gesehen, was er mit Schlurfi gemacht hat? Meine Macht kann sogar dich beherrschen, Papa Schlumpf. Torti, hör sofort damit auf. Gehorche mir, dem Meisterschlumpf. Großer Schlumpf. Ganz recht, Papa Schlumpf. Denn ich bin ein großer Schlumpf. Ja, ich bin sogar der größte Schlumpf. Und jetzt, Papa Schlumpf, gehst du in dein Haus. Du stehst unter Hausarrest. Ja, Meister Schlumpf. Oh je, Torti hat Papa Schlumpf aufgehext. Was sollen wir denn jetzt tun? Oh, wir gehen besser in den Wald und warten, bis es dunkel geworden ist. Und wenn dann alle Schlümpfe zu Bett gegangen sind, kommen wir zurück und befreien Papa Schlumpf. Das ist doch kein Katzenkörbchen, Assreihe. Komm schon, rück rüber. Sieh mal einer an, wen haben wir denn da? Ist das nicht unser vertrottelter Zauberer? Dich, altes Krähengesicht, wollte ich mir schon lange mal vorknöpfen. Wir träumen nur, Assreihe. Wir träumen von Schlümpfen. Aber ich werde trotzdem mal nachsehen. Naum! Ich verwandle dich in eine ängstliche Katze. Ja. Was hast du meiner Katze angetan? Naja, macht nichts. Das bedeutet nur noch mehr Schlumpfeintopf für mich. Gargamel, ich befehle dir, verwandle dich in einen Hund. Machst du dich aber lächerlich, du Klar. Sitz, Gargamel. Hol das Stöckchen! Du bist ein guter Hund, Gargamel! Du bist ein guter Hund! Hui, was mache ich denn hier? Dieser kleine Schlumpf mit der Krone hat es geschafft, mich zu verzaubern. Ich werde diesem Vorgang auf den Grund gehen.
la 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 la. Oh, das ist ja furchtbar. Oje, Totti scheint ja ganz schön großschlumpfig geworden zu sein. Er zwingt die anderen, dieses Riesendenkmal für ihn zu errichten und dann noch aus Früchten und Kuchen. Eine originelle Idee. Doch leider werden wir es nicht schaffen, zu Papa Schlumps Haus zu gelangen, ohne dass man uns entdeckt. Wir können es nur schaffen, Freunde, wenn wir so tun, als würden wir unter Tortis Einfluss stehen. Kommt mit! Oh, Papa Schlumpf, kannst du mich hören? Wasser, Wasser, Wasser. Oh, armer Papa Schlumpf, er ist durstig. Ich geh los und hol ihm Wasser. Gibt es noch irgendetwas, was wir für dich schlumpfen können, Papa Schlumpf? Wasser, Wasser, Wasser. Zu spät, Schlumpfine. Wasser, Wasser. Papa Schlumpf ist völlig unter Tortis Zauber. Was machst du denn da, hä? Weißt du, Hefti, ich bin gerade dabei, Wasser zu holen für Chef Torti. Das geht in Ordnung. Verschütte nichts. Wasser. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Wasser. Papa Schlumpf. Wasser. Da kommt Klamsi schon mit dem Wasser. So, und jetzt trink schön, Papa Schlumpf. Trink das nicht zu hastig, Papa Schlumpf. Sieht so aus, als ob Papa Schlumpf Probleme damit hat. Danke, meine kleinen Schlümpfe. Genau wie ich es mir dachte. Es genügt nur ein klein wenig Wasser, um den Zauber der Krone unwirksam zu machen. Jetzt müssen wir nur noch die anderen Schlümpfe mit Wasser begießen. Alles klar, ich gehe los und hol noch mehr Wasser. Nein, nein, meine kleinen tapferen Schlümpfe. Torti würde uns einfach wieder verzaubern. Wir machen uns schnell auf den Weg zu Mutter Natur. Sie besitzt ein Buch, in dem vielleicht steht, wie wir den Zauber der magischen Krone brechen können. Hat der Untertan Klamsi dir das Wasser serviert, das du verlangt hast, Meister Schlumpf? Wasser? Wasser? Ich habe kein Wasser verlangt. Denn Wasser ist sehr gefährlich für meinen Plan. Entschuldige, Meister Schlumpf. Klamsi gehört zu den fehlenden Schlümpfen. Schlumpfine, Schlaubi und Baby stehen ebenfalls nicht auf der Liste. Sie befreien den für uns wertvollen Papa Schlumpf. An die Waffen! Folgt ihnen! Und was unternehmen wir, wenn Mutter Natur uns nicht helfen kann? Dann weiß ich auch nicht, was wir noch tun können. Oh. Keiner entkommt der Schlumpfe! Ja! Wir sind entdeckt worden! Schieß schnell! Wir kriegen die Deserteure! In welche Richtung sind Sie denn geschlumpft, Meister Schlumpf? Muss ich denn über alles und jeden Bescheid wissen? Verteilt euch und sucht nach ihnen! Ja, Meister Schlumpf! Ich frage mich, wie die nur jemals ohne mich zurechtgekommen sind. Schnell, meine kleinen Schlümpfe! Wenn wir uns beeilen, schaffen wir's. Richtig, Papa Schlumpf. Es gibt eine Möglichkeit, den Zauber der magischen Krone zu brechen. Unglücklicherweise bedeutet das, dass ihr die zweite magische Krone finden müsst. Das ist überaus gefährlich. Aber falls du die Krone finden solltest, dann musst du unbedingt diesen Zauberspruch aufsagen, bevor du sie aufsetzt. Andernfalls wird sie deine Handlungen genauso beherrschen, wie die andere Krone den unglückseligen Torti unter Kontrolle hat. Jetzt habe ich mich von Abracadabra bis Zippeli-Zeppa durchgearbeitet und nichts gefunden. Es muss was mit dieser Krone zu tun haben. Ja. Was ist denn nun schon wieder, du dummes Katzenvieh? Oh, Schande, Sie haben meinen wundervoll garstigen Azrael in eine ängstliche Miezekatze verwandelt, diese Schlümpfe. Aha, das hätte ich mir gleich denken können. Der Zauber ist nicht wasserfest. Deswegen hörte die Wirkung bei mir auf, nachdem ich in den Bach gesprungen bin. Das Einzige, was ich jetzt tun muss, ist diesen kleinen blauen... Hä? Was ist denn das? Aha, da bist du ja, du kleiner, mieser Schlumpf. Fall da ja nicht runter, bleibe nur schön munter, denn bald erlebst du dein blaues Wunder. Hier ganz in der Nähe muss das unterirdische Labyrinth sein, in dem die andere Krone versteckt ist. Und wenn meine Berechnungen stimmen, dann muss der Eingang ungefähr hier sein. Ja. Gargamel! 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 Ja, dein dummes Standbild hat mich direkt ins Dorf geführt. Und meine speziell dafür konstruierte Bewässerungsanlage wird mich vor deinem Zauber schützen, du verfressener Schlumpf. Es heißt Meisterschlumpf, hörst du? Ja, dein Zauber ist jetzt wirkungslos. Komm schon runter und stell dich deinem Meister, Meister Schlumpf. Komm runter, komm runter, komm runter! Oh nein! Mein gefüllter Früchtekuchen schmeckt in jeder Lage.
Lach nur, jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Oh, oh, sieht so aus, als ob der Nässeschutz vorbei ist, Gargamel. Ich befehle dir, verwandle dich in einen Bussard. Flieg weg, flieg weit, weit weg. Ja, Meister Schlumpf. Ach, quack, 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 quack. Oh, wie ich sie hasse, diese Schlümpfe. Es ist eine Sackgasse. Das verstehe ich aber nicht. Dem Plan zufolge müsste die Krone genau an dieser Stelle sein. Du hast recht, Schlaubi. Ich befürchte, dass die Karte von Mutter Natur nicht stimmt. Das ist ein Erdbeben! Seid ihr alle unverletzt? Ja, Papa Schlumpf. Tja, das war unsere letzte Chance. Jetzt werden wir wohl die zweite Krone nie finden. Das glaube ich auch, Schlaubi. Hey, wartet, was ist denn das da oben? Oh, wir haben die goldene Krone der Titanen gefunden. Meister Schlumpf, Papa Schlumpf und die anderen nähern sich dem Dorf. Na, es wird mir ein Vergnügen sein. Kommt, meine treuen Untertanen. Kommt und schaut, wie euer Meister Schlumpf, Papa Schlumpf abserviert. Und zwar für alle Ewigkeit. Papa Schlumpf, ich habe nachgedacht. Ich wäre überglücklich, wenn ich im Kampf gegen Torti die Krone tragen könnte. Auf gar keinen Fall. Naja, war ja nur so eine Idee. Azrael, Azrael, wo steckst du, du elendes Katzenvieh? Das ist Gargamel, versteckt euch! Juhu, Azrael! Das ist eine gute Gelegenheit, die magische Krone einem Test zu unterziehen. Fast hätte ich vergessen, den schützenden Zauberspruch aufzusagen. Krone, Krone, Untergrundfund. Magische Krone, ich gebe kund. Vergiss nicht den Ruf aus vergangenen Tagen. Der dich fand, ist Meister und hat das Sagen. Ah, Papa Schlumpf, was für eine freudige Überraschung, dich hier zu treffen. Ja, das ist es, nicht wahr, alter Freund Gargamel? Oh nein, nicht noch eine von diesen Kronen. Gargamel, ich befehle dir, verwandle dich in einen Esel. Nein, nicht schon. Ja, 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 ja. Na, Papa Schlumpf, ist das nicht ein tolles Gefühl, so viel Macht zu besitzen? Nicht schlecht wie ihr. Durch diese Krone kannst du der König der Zauberer werden. Was gibt's denn da zu lachen? Vergiss es, Rotschwänzchen. Das ist Papa Schlumpf. Da ziehen deine Versuchungen nicht. Ach ja. Ihr könnt rauskommen, meine kleinen Schlümpfe. Gargamel ist wieder weg. Oh, es hat funktioniert. Du hast ihn verscheucht, diesen Bösewicht. Und jetzt werde ich dich verscheuchen, Papa Schlumpf. Ich bin der neue Meister. Du gehorchst nur mir, Papa Schlumpf. Ich befehle dir, verwandle dich in ein Hühnchen. Oh, das sieht aber gar nicht gut für dich aus, Papa Schlumpf. Ich befehle dir, verwandle dich in eine Schlange. Großer Schlumpf, wie lange soll denn das noch weitergehen? Das ist ja genau wie bei den Riesen. Papa Schlumpf, keiner von euch zwei wird je gewinnen. Ich fürchte, du hast recht, Schlumpfine. Es sei denn, ich könnte ihn überlisten. Genau das ist es. Ich befehle dir, verwandle dich in eine Fledermaus. Fledermäuse hängen tagsüber mit dem Kopf nach unten in den Bäumen und schlafen. Oh, nanu, was ist denn passiert? Juhu! Juhu! Ihr jubelt ja alle, was ist denn bloß los? Sag zu Mutter Natur schön auf Wiedersehen, Babyschlumpf. Gut gemacht. Auf Wiedersehen, ihr freundlichen kleinen Schlümpfe. Nie wieder werden diese magischen Kronen in eurem Wald auftauchen. Ich frage mich allen Ernstes, wo sie die magischen Kronen versteckt hatte, Papa Schlumpf. Dort, wo kein Schlumpf sie je finden wird, Schlaubi. Das war nur eine Frage. An diesem Früchtekuchen wirst du noch eine ganze Zeit zu essen haben, Torti. Ich weiß nicht. Aus irgendeinem Grund wird mir ganz schlecht, wenn ich nur an Früchtekuchen denke. Ich könnte kein Stück mehr davon essen. Ach, Herr Jemini, was sollen wir nun mit all dem Früchtekuchen machen, Papa Schlumpf? Nun, weißt du, Schlumpfine, vielleicht können wir ihn ja an den Feiertagen an unsere Freunde verschenken. Schlumpfmellos zu rösten ist eine große Kunst, Schlumpflinge. Das wisst ihr ja. Kann ich den schon essen?
Anscheinend ein bisschen zu stark geröstet. Ja, ein bisschen zu stark. Nimm noch einen. Wahrscheinlich noch nicht ganz durch. Ja, habe ich mir gedacht. Er ist bestimmt fertig. Da bin ich gar nicht so sicher. Lass mal versuchen. Keine Chance, Torti. Der gehört mir. Das waren die letzten Schlumpfmellos. Dann müssen wir eben ein andermal wieder grillen. Ja, vielleicht kriegen wir Schlumpflinge dann auch mal einen zu kosten. Ich glaube, es wird langsam Zeit, ins Dorf zurückzugehen. Forschi, hol du schon mal Wasser, damit wir das Feuer löschen können. Und wir räumen auf. Vergesst nicht, wir müssen den Wald so verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben. Genau, Schlumpfine. Ich werde mich um die Reste kümmern. Immer kriege ich die schweren Arbeiten. So, fertig. Hey, guck mal, wir stecken ihn da rein, dann müssen wir ihn nicht zurückschleppen. Wir brauchen noch einen Eimer Wasser. Bitte nicht. Wir müssen absolut schlumpfig sicher sein, dass das Feuer auch aus ist. Ist doch aus, was die gemacht hat. So, alles sauber gemacht. Nein, keine Widerrede, Schlumpflinge. Wir müssen unseren Abfall mit nach Hause nehmen. Ja, Schlumpfine. Ich habe mich um die Reste gekümmert. Gut, beeilen wir uns ein bisschen. Es wird bald dunkel sein. Hallo, Forschi. Wir gehen schon los. Ja, ist gut, Schlumpfine. Ich komm gleich nach. Oh nein. Was? Das Feuer ist ja aus. Glaube ich jedenfalls. Ja, la, 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 la. Hast du noch Wasser auf das Feuer geschüttet, Forschi? Ja, das hast du doch gesehen, oder? Nein, Welpi, heute ist es zu spät. Wir werfen morgen wieder Stöckchen. Oh, wei, Forschi, nun mach schon. Was ist denn los, Ach, nichts, nichts. Hoffentlich. Forschi, kannst du nicht endlich mal leise sein? Wir versuchen ein bisschen zu schlafen. Ja, natürlich, tut mir leid. Was ist denn eigentlich mit dir los? Gar nichts, lass mich doch einfach in Ruhe. Dich in Ruhe lassen? Die Sonne geht bald auf und dank dir haben wir noch keine Übertreib doch nicht so, Sazed. Es ist erst 2 Uhr morgens. Und wo kommt dann das Licht her, bitteschön? Weiß ich doch nicht. Ich auch nicht. Das ist die Feuerglocke. Das muss ein Notfall sein. Kommt schnell. Ein Waldbrand, meine kleinen Schlümpfe. Der Wind treibt das Feuer hierher. Wir müssen es aufhalten, bevor es das Dorf erreicht. Hefti, weck die Schlümpfe auf und hol Werkzeug. Wir legen eine Feuerschneise. In Ordnung, Papa Schlumpf. Andy, lass dir von ein paar Schlümpfen helfen und hol den Löschwagen. Folgt mir. Ach, du liebe Schlumpf, das ist ja furchtbar. Hör auf zu jammern, Forschi. Wir müssen mithelfen. Meine Haut ist schon ganz ausgetrocknet. Erfrischungen, Erfrischungen! Wer möchte eine Erfrischung haben? Raumfeier, es ist gar nicht so einfach, diesen Baum zu fällen, Pauli. Pauli? Wenn ich das noch ein bisschen kürzer mache, siehst du 10 Jahre jünger aus. Lass uns das nachher besprechen, ja?
Forschi! Forschi, langsam. Mit einer Axt muss man vorsichtig umgehen. Wir halten das Feuer doch auf, nicht wahr, Papa Schlumpf? Das können wir nur hoffen, kleiner Schlumpfling. Bevor ich mit dem Experiment beginne, benötige ich noch einige Zutaten. Rotznase, leer die Flaschen aus, putz sie und stell sie ordentlich nebeneinander. Ja, ja, ja. Ein ordentliches Durcheinander wäre mir lieber. Du hast mein ganzes Leben durcheinander gebracht. Das reicht. Dieser Spinner macht mich doch total wahnsinnig. Also, was brauchen wir? Ringelwarzen, Wassermolchaugen, Krötenzunge, Salamanderschwänze? Ja. Ah, oh, oh Himmel, nochmal, wie konnte das passieren? Wie? Was? Ach du Schreck, das ist ja ein Waldbrand. Na? Ah, ah, ah. Weg da! Pass auf! Ich hab was ins Wasser reingetan. Die Feuerschneise ist fast fertig, Papa Schlumpf. Gerade noch rechtzeitig. Das Feuer wird uns gleich erreichen. Wasser. Ist es so besser? Ich bin dir unendlich dankbar, Andy. Andy, wir müssen das Feuer hier aufhalten. Jetzt tu dein Bestes. Na klar, geht in Ordnung, Papa Schlumpf. Glaubst du, er wird es schaffen? Er muss es einfach schaffen. Ich kann's aufhalten, Papa Schlumpf. Ich kann's aufhalten. Bitte, 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 bitte. Oh, Papa Schlumpf, der Wind! Das Feuer breitet sich weiter aus. Oh je, wenn das so weitergeht, wird es noch unser Dorf niederbrennen. Es gibt noch eine Möglichkeit. Folgt mir. Hier drin ist ein Mittel, das Regenwolken erzeugt. Ich habe es während einer Dürrezeit entwickelt. Die Mischung ist von mir noch einmal verstärkt worden, damit es schneller wirkt. Sollte es nicht wirken, müssen wir alles für eine Evakuierung vorbereiten. Auf Wiedersehen, meine kleinen Schlümpfe. Auf Wiedersehen. Punkt, Rotznase, wir brauchen noch mehr Wasser. Ich habe Jahre an meinem Traumhaus gebaut und ich habe nicht die Absicht, es zu verlieren. Also pump schneller, du Idiot. Schneller? Kann er haben. War das schnell genug für dich, Gadi? Du Miserables. Das sind Windturbulenzen, Federchen. Bleib ganz ruhig. Oh nein! Oh, danke, Federchen. Fliegen wir weiter. Flieg einen großen Kreis, Federchen, dann müssten wir es schaffen. Als unser armer Wald. Ach du liebe Zeit, das sieht ja furchtbar aus. Warum ist das Feuer eigentlich ausgebrochen? Ich weiß genau, warum es ausgebrochen ist. Wirklich? Na klar, das können nur unvorsichtige Menschen gewesen sein. Ich hasse unvorsichtige Menschen. Ja, genau. Natürlich, unvorsichtige Menschen. Verstehst du jetzt, warum es so wichtig war, das Lagerfeuer richtig zu löschen? Ab so schlumpfig, Schlumpfine, ab so schlumpfig, klar. Baby! Seht mal, er ist schwer verwundet. Oh nein! Armer, armer Welpi, oh je. Lass ihn am Schlumpfsalz riechen. Aber Junge, wir brauchen Salbe und Verbandszeug. Das liegt im grünen Schrank. Ich hole es her, Papa Schlumpf.
Es ist alles meine Schuld, Papa Schlumpf. Ich werde abgestürzt, der Wald ist abgebrannt und Baby ist verletzt. Das ist alles meine Schuld. Das auch noch, habe ich nicht schon genug angestellt. Ich habe alles gefunden. Das ging ja schlumpfschnell. Gut gemacht, Forschi. Auf dich kann man sich schon verlassen. Vielen Dank, Papa Schlumpf. Wenn wir Welki versorgt haben, kümmern wir uns um die anderen Tiere. Welche anderen denn? Sieh mal, hier. Um diese verwundeten Tiere müssen wir uns auch kümmern. Wir müssen vorübergehend Unterkünfte für sie bauen. Ned übernimmt die Leitung. Mein lieber Schlumpf, wenn ich die Menschen erwische, die das Feuer gelegt haben, dann... Ich weiß genau, was du meinst. Biff, bon, bum, die schlumpf ich auf den Mond. Stimmt's, Forschi? Ja, ja. Okay, Clumsy, ich will das Gatter bis morgen fertig haben. Hol mir ein paar Bretter von dort drüben, ja? Ist gut, Handy. Wie geht's voran, Ned? Prima, Papa Schlumpf. Alle Schlümpfe helfen mit. Opa kümmert sich um die Eichhörnchen. Wie geht es deinen Rehen, Hefti? Viel besser, Ned. Los, meine kleinen Freunde. Wir müssen die Läufe wieder auf Vordermann bringen. Hallo, ihr zwei. Wir wollen dich nicht beim Staubfischen stören. Was sagt ihr zu meinen schlumpfigen Seiten, Charles? Hebt ihre Fellfarbe hervor, findet ihr nicht? Sehr schlumpfig, Zwirni. Also, Welpi, du siehst ja wirklich toll aus. Und wenn man toll aussieht, fühlt man sich auch toll. Glaube mir, ich weiß, wovon ich spreche. Tja. Hast du nur noch diese eine Möhre? Ich verstehe das nicht. Ich habe doch erst heute Morgen Handys Schlumpfkarottenspender aufgefüllt. Na? Totti! Eintritt nur für Häschen. Da hast du ja viel Unterstützung gekriegt, Ned. Und ob du's glaubst oder nicht, Papa Schlumpf, Forschi hilft mir von allen Schlümpfen am meisten. Ach ja? Da, guck doch. Morgens ist er der Erste, er macht mir eine Pause und arbeitet für fünf. Nicht möglich. Was ist denn in ihn gefahren? Ich hab alle von der Tröne gefüllt, Ned. Was kann ich jetzt tun? Eigentlich gar nichts im Moment. Warum ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Ausruhen? Aber es gibt doch immer was zu tun. Ach, Papa Schlumpf, ich lege die Tannenschönung an. Gute Idee, Fami. Es ist bestimmt richtig, mit der Aufforstung schon anzufangen. Ich möchte dir helfen. Zusammen forsten wir beide den Wald doppelt so schnell wieder auf. Ist gut, ich komm ja schön. Verstehst du jetzt, was ich meine? Donnerschlumpf, der kleine Schlumpfling ist die erste Hilfe, die ich je hatte. Ich muss schon sagen, das ist sehr ungewöhnlich für Forschi. Ich bin sehr beeindruckt. Forschi, Forschi! Was ist denn, Schlumpfine? Wach auf, es gibt Nachtisch. Ich glaube, ich mag heute keinen Nachtisch. Ich sehe lieber noch mal nach den Tieren. Moment mal, Forschi. Das ist ein ganz besonderer Nachtisch. Forschi und Ned sind die Größten, ja, Forschi und Ned sind die Größten, ja, Forschi und Ned. Guck mal, die auf dem Kuchen sehen aus wie wir. Ned und Forschi, in Anerkennung für eure schwere Arbeit im Wald und bei unseren obdachlosen Tieren, möchte ich euch diesen Orden überreichen, den Orden für Schlumpfigkeit. Hurra! Du musst eine Ansprache halten. Auweia, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sag du doch mal was, Forschi. Entschuldigt mich. Vielleicht war es ihm ja unangenehm, dass ihr so im Mittelpunkt gestanden habt. Naja, sowas kann er nicht. Aber irgendein Schlumpf muss eine Ansprache halten. Als ich Ned und Forschi vor vielen, vielen Jahren kennenlernte. Den Schlumpf ich ganz ordnen, die du bist. Ich bin der unschlumpfigste Schlumpf der Welt. Ich fresse einen Riesenmordsnase, wenn hier nicht irgendwo ein paar von diesen ekligen kleinen blauen Schlümpfen rumliegen. Schön knusprig geröstet, so wie ich es gern mag. Es ist nur eine Sache des Aufspürens.
Hey, Gagi, die sehen aber gar nicht knusprig aus. Gib das her! Oh, das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Da laufen sie ganz frei herum, diese selbsternannten Weltverbesserer, und warten nur darauf, dass ich sie besuche. Vergiss es, Gagi, die riechen dich schon auf 1000 Kilometer Entfernung. Dann mach dich mal auf eine Tarnungsstunde gefasst, mein kleiner Zauberlehrling. Früher oder später müssen die Schlümpfe hier vorbeikommen, um Schlumpfbeeren zu pflücken. Dann laufen sie uns direkt in die Arme. Das klappt doch nie im Leben, Gagi. Das ist eine total lächerliche Verkleidung. Halt die Klappe und fang an zu brummen. Das muss ein total bescheuerter Schlumpf sein, der auf sowas reinfällt. La, 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 la. Na, das ist ja ein Ding. Das sind ja zwei verwundete Bären. Keine Angst, mein kleines Bärchen. Meine Freunde und ich, wir werden uns um dich kümmern. Und natürlich auch um deinen Vater. Ah, ist das nicht schlumpfig? Was hast du da, Papa Schlumpf? Ein Wachstumsmittel. Bei den Bäumen wird es wohl etwas länger dauern, aber ich bin sicher, es funktioniert. Ich habe die Stelle sauber gemacht, Ned. Was kann ich jetzt machen? Wenn du willst, kannst du auf alle Setzlinge ein wenig Wachstumsmittel träufeln. Dann wird unser Wald in 0, nichts wieder nachwachsen. Donner Schlumpf, dann leg ich gleich mal los. Junge, Junge, mir ist völlig schleierhaft, wie aus Forschi so ein Arbeitstier werden konnte. Halt mal, was war das? Potz Schlumpf, das ist Forschis Orden. Wir müssen ihn aus dem Fluss geangelt haben. Forschi würde so etwas Wertvolles nie verlieren. Forschi hat sich in letzter Zeit sehr merkwürdig benommen. Tja. Hoffentlich funktioniert das. Es muss einfach funktionieren. Warum war ich nur so unvorsichtig? Was meinst du denn mit unvorsichtig? Gar nichts, Papa Schlumpf. Hat es vielleicht damit etwas zu tun? Ja, Papa Schlumpf. Ich habe so das Gefühl, als müssten wir beide uns mal ernsthaft unterhalten, mein kleiner Schlumpfling. Hallo Freunde, kommt alle mal her. Ich habe schon wieder verwundete Tiere aufgelesen. Das scheint ja doch zu klappen. Junge, Junge, ich finde, die sehen ein bisschen ungepflegt aus. Das kannst du laut sagen. Da hast du recht. Dieser hier konnte nicht mal mehr saubere Socken anziehen. Socken? Quarznase. Ja, Gagolin! Nicht viele Tiere. Das ja keinen Fisch. Hau ab, du bist kälter. Hey, das macht ja viel mehr Spaß als Angeln. Komm, Rotznase. So viel Bewegung in der frischen Luft macht mich immer hungrig. Ach, ich weiß nicht, ob die anderen mir jemals verzeihen können, Papa Schlumpf. Jetzt, wo du die Wahrheit gesagt hast, ist es das Wichtigste, dass du dir selbst erst einmal verzeihst. Oh, oh, guck doch! Was ist passiert? Wo sind die denn alle? Ah. Welpi, wer hat das getan? Hm? Oh nein, Gargamel! Was sollen wir bloß machen, Papa Schlumpf? Wir sind doch nur zu zweit. Vielleicht auch nicht, Forschi. Haha, gleich gibt's leckere Knusperschlümpfe. Hey, pass auf meinen Teint auf. Willst du die wirklich wegputzen? Worauf du dich verlassen kannst, aber vielleicht lasse ich dich mal kosten. Nein, danke. Blaue Grillwürstchen mag ich nicht. Gargamel, händige mir sofort diese Schlümpfe auf. Wer sagt das? Das sage ich, Forschi Schlumpf. Du machst wohl Witze. Lauf nicht weg, du wirst die Nachspeise. Hehe, da habe ich dich schon. Oh, ihr unverschämten Breitschwänze. Ah! Gut gemacht, mein kleiner Forschi. Sag mal, wo sind die hingelaufen? Hey, mach sofort das Licht wieder an. Hilfe, Hilfe! Das war mal wieder heldenhaft von dir, Forschi. Wenn jetzt alles vorbei ist, denkst du vielleicht anders drüber. Oh, schnell! Nicht so schnell, ihr widerlichen Zwerge! Ich hasse Schlümpfe, ich hasse sie und alte Eulen hasse ich auch!
steht hier, war alles allein meine Schuld. Oh, hätte ich das Lagerfeuer richtig ausgemacht, wie Schlumpfine gesagt hat, wäre überhaupt nichts passiert. Ich würde es gut verstehen, wenn ihr mir nicht verzeiht. Hör zu, Kleiner. Es bedarf schon einiger Größe, so einen großen Fehler zu machen. Es wäre nicht gerade schlumpfig von uns, dir nicht zu verzeihen. Oh, toll! Habt ihr das gesehen? Schlumpftausend! Das hat wohl ein Wachstumsmittel gemacht. Ja, es wird zwar dauern, aber unser Wald wird dann wieder ganz der alte sein. Herzlichen Glückwunsch, Papa Schlumpf. Eigentlich hat ja Forschi die ganze Arbeit getan. Vielleicht möchtest du ihn jetzt wieder haben. Danke, vielen Dank, Papa Schlumpf.